Hallo, herzlich willkommen hier auf der Boot 2024, am Mittwochmorgen, Halbzeit der Boot. Und ich zeige Ihnen oder ich stelle Ihnen heute die Axopa 22 Spider, in dem Fall hier mit Multi-Storage und dem Medpack vor. Und genauso gleich noch die Axopa 25 T-Top mit dem U-Sofa und auch dem Medpack. Die großen Unterschiede, was das Medpack aus dem Schiff gemacht hat, ist einfach eine gewisse mehr Gemütlichkeit. Also die Axopa 22, ich glaube, die Fahreigenschaften des Schiffes wurden von Anfang an oder sind von Anfang an auf dem Level, die Go-Kart-Niveau, macht super viel Spaß, das Boot zu fahren. Es ist super funktionell, aber es hat so ein bisschen den Charakter, dass es, ich sag mal, ein bisschen skandinavisch nüchtern ist. Und der Begriff sagt ja irgendwo alles, Medpack, mediterranes Feeling, bringt einfach mehr Gemütlichkeit, ein bisschen mehr Sonnenliegen, ein bisschen mehr Wärme ins Schiff rein. Und dazu gehört natürlich in dem Fall ja auch noch das Smart Deck, was hier in dem Schiff installiert wurde. Das heißt, der Soft Decking am Boden kombiniert eben mit den Kissen hier an der Seite. Das heißt, man kann hier auch an der Seite einfach so angelehnt auf diesen Relingskissen sitzen. Wir haben Getränkehalter überall drin oder auch eben hier vorne. Wir können wirklich mit vier Personen hier vorne am Vorschiff sitzen. Aber ich nehme den Tisch trotzdem mal weg gerade, um auch mal ein Gefühl zu kriegen von der Größe hier vorne drauf. Also mit dem Medpack oder auch wenn ich hier auf dem Sitz vor der Toilette sitze, habe ich hier einfach jetzt mit den Kissen an der Seite einfach ein ganz anderes Gefühl. Hier oben drauf nochmal sitzen. Man kann hier einfach ein bisschen besser socializen. Dann haben wir natürlich, das ist immer so eine Überraschung, Axopa 22 hier vorne drin ist mega. Wir haben hier vorne drin, obwohl nur 22 Fuß, einen separaten Toilettenraum. Das gibt es, glaube ich, praktisch bei keinem Schiff. Das Dato am Markt, wir haben hier ein kleines Waschbecken drin. Super cool. Natürlich die ganzen Sicherungen und so weiter auch hier drin. Wir haben eine ordentliche Musikanlage. Dann die Scheibe, kennt man auch von Anfang an bei der 22. Die lässt sich ja auch eine coole Idee, skandinavisch. Senkrecht stellen. Und so sind wir dann hier am Fahrstand. Wenn wir, ich sag mal, schlechteres Wetter haben oder einen sehr kalten Wind, können wir uns komplett schützen. Oder dann eben wieder unten hat das Ganze eben einen viel cooleren Look, ein viel moderneres Design. Na, Entschuldigung, hänge ich hier mit dem, die eine nicht weit genug aufgedreht. Und auch in der Position habe ich hier ja, zwei, auch im Mediterranean Package, Fahrer- und Beifahrersitz mit Stehfunktion. Das Lenkrad ist sowieso, wir haben sogar eine Fußstütze hier, kleines 22 Fußbett. Wir haben hier einen kleinen Windabweiser an der Seite, der uns hier am Fahrstand schützt. Wir haben eine Bugschraube in dem Fall hier in dem Schiff installiert und das Armaturenbrett, obwohl nur 22 Fuß, erinnert total Axopa-Feeling mit dem Textil oder mit diesem Soft-Material, was hier so rüber geht, mit den Schaltern. Das sind dieselben Schalter wie bei einer Axopa 45. Dann haben wir hier in dem Fall einen 12 Zoll Plotter installiert. Wir haben Trimklappen, Musikanlage, ein Handschuhfach hier unten mit ordentlich Stauraum. Und die Sitzposition ist einfach perfekt. Ich weiß, ein Mitarbeiter von mir und Freund, der Reese, fährt ja das Boot privat. Da gibt es auch ein super cooles Video. Der kann eigentlich mehr zu dem Boot sagen, wie ich immer sagen kann. Vielleicht können wir das Video auch nochmal verlinken, was er zusammen mit Johann, der auch gerade da steht, der so ein Boot auch privat fährt. Axopa, er nutzt das mit zwei Kindern zum Wasserskifahren. Es liegt sogar jetzt im Wasser. Das heißt, er fährt sogar im Winter mit dem Schiff. Das ist damit einfach ein Beweis, wie gut das Schiff auch bei schlechtem Wetter funktioniert. Dann haben wir, das hat am Anfang ein bisschen gefehlt bei der Axopa 22 und 25. Das, also was man hier jetzt sieht, gilt natürlich auch für die 25 gleich, weil das hat das Schiff dort nicht installiert, ist dieses Küchenpack hier, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Da haben wir eine Kühlbox drin, ordentlich groß, mit einem Ablauf unten drin und auch ein Waschbecken, natürlich nur mit Kaltwasser. Das ist ein Element, was an sich so von der Idee von der Axopa 28 übernommen wurde. Was macht die Axopa 22 aus als klassisches Walk-Around-Boot? Wir können uns einfach extrem sicher, also muss man überlegen, wir sind auf einem 22-Fuß-Boot, was für ein extremes Freiboot wir haben hier und wie sicher wir uns an Bord
bewegen können. Dann haben wir sogar hier auf der Seite eine Trittstufe, um leichter von Bord runterzukommen. Aber das ganze Bewegen auch im Vorschiff nach vorne, gerade für Fahranfänger. Wir hatten das Boot ja auch in Mallorca in der Fahrschule. Also ganz viele Leute haben auf der 22 Boot fahren gelernt, sind am Bootsclub Mitglieder geworden, wo wir heute die Axopa 25 dann als Fahrschulboot haben. Deshalb gewählt, weil sie einfach auch als Charterboot in Mallorca besser passt. Das heißt, in Mallorca ist die 22 mit der Welle, die wir dort haben, an der unteren Grenze. Da passt einfach die Axopa 25 besser. Dann Medpack, in dem Fall hier mit Multistorage, haben wir nach wie vor die Möglichkeit, hier perfekt an der Seite vorbeizulaufen, um zur großen Badeplattform zu kommen. Wir an der Badeplattform hinten können wir uns auch sicher bewegen, weil wir den Wasserskibügel haben. Wir können auch im Badeplattformbereich von Backbord nach Steuerbord uns gut passieren, ohne wieder auf die Polster drauf zu müssen. Das heißt, in dem Setup, wie wir es jetzt gerade haben, haben wir die Sonnenliege aufgebaut und trotzdem haben wir noch das klassische Sidewalk-Konzept aktiv. Wenn wir dann in der Bucht angekommen sind und sagen, wir möchten jetzt wirklich pur Sonnenliegen, können wir das Ganze hier so runterklappen und dann haben wir jetzt hier wirklich eine riesige Sonnenliege, beziehungsweise wenn wir den Mittelteil hier noch rausnehmen, können wir, also das können wir jetzt, ich sag mal, in der Bucht würden wir das jetzt eher weglegen, dann haben wir eine riesige Liege, wo wir auch quer liegen können mit den Kopfteilen hier. Also da können drei Personen nebeneinander liegen. Das ist fast eine Liege wie hinten bei der Axopa 45 am Dachterdeck, nur quer. Also das finde ich mega, weil das will man ja eigentlich irgendwie bei einem Boot, einfach ordentlich Sonnenliege. Und das kann man dann auch, dieses Teil quer einsetzen. Ja, ich muss nur gerade reinkommen. Ah, ne, hier habe ich den. Genau, kann ich das so reinsetzen. Und dann habe ich hier genauso nochmal die Möglichkeit, in Fahrtrichtung mit vier Personen nebeneinander zu setzen, beziehungsweise sogar, wie wir das gezeigt haben bei der Axopa 29, zwei oder drei Personen sogar sich daran anlehnen und nach hinten schauen. Und so kann ich geschützt von der Scheibe sechs, acht Personen geschützt fahren. Die Version hier ist dann eher gedacht, wenn wir das Ganze hochgeklappt haben, hier wieder an der Seite, wobei daran glaube ich nicht so ganz, dass man so hier sitzt und sich so anlehnen kann. Meiner Meinung nach ist das eine Idee von den Finnen, die aber meiner Meinung nach nicht so praktisch ist. Also ich glaube, man wird meiste Zeit dieses Teil hier so quer stehen haben, um einfach eine erweiterte oder eine zweite Sitzreihe zu haben mit weiterer Sonnenliegemöglichkeit hinten dran. Motorisierung, die meisten Schiffe werden mit einmal 200 PS V6 geliefert. Möglich wäre es auch mit einem 150 PS EFI. Wobei der 200 PS dann schon Smartcraft hat, einfach der modernere Motor ist. Hecktusche haben wir natürlich auf der Backbordseite. Also an sich hat das Schiff alles, was eine große Axopa hat, einfach sehr kompakt und vor allem mit absolut der Haupttugend von Axopa extrem viel Fahrspaß. Das ist Axopa 22 wie ein kleiner Go-Kart, Topspeed 43, 44 Knoten. Aber kann auch easy eine halbe Meter Welle, 30, 40, so eine Kappelwelle, kann sie perfekt covern. Das Schiff ist ja sehr breit auch hinten, also das ist ganz wichtig. Was, wenn Sie vielleicht andere Boote sich angucken und Probe fahren, kommen Sie mal zu uns, fahren Sie 22 Probe. Was hier gewaltig ist, ist die Stabilität im Wasser. Das heißt, wenn ich hier an der Seite ran langlaufe oder eine zweite Person hier steht, geht das Schiff vielleicht 3-4 cm runter. Das heißt, das Schiff ist ja extrem breit hinten, hat vorne aber eine extrem gute Aufkimmung. Es ist natürlich extrem stabil im Wasser und da unterscheiden sich eben Schiffe in der Bootsgröße extrem, wie instabil sind sie oder wie stabil sind sie, und da ist die Axopa 22 meiner Meinung nach das absolute Maß der Dinge. Dann ist sie schmal genug, um sie gut trailern zu können, sie ist leicht genug, um sie gut trailern zu können. Das heißt, in dem okayen Ausstattung schaffen wir den sogar 2000, also können wir es mit 2 Tonnen Trailern, ideal ist eigentlich 2,5 Tonnen. Und wenn wir bei der Axopa 25 gehen, können wir auch mit der niedrigen Ausstattung 2,5 Tonnen schaffen, wobei da eher mit, je nach Motorisierung und Ausstattung, eher man mit 3,5 Tonnen Trailer rechnen muss, wobei dann, ich würde mal 3,5 Tonnen Trailer wählen, wobei das Gespann nachher im Bereich von 3 Tonnen ist. Das ist jetzt das U-Sofa-Setup, auch mit Mediterranean Package. Das UFO-Sofa-Setup, also genau dieses Achterdeck können wir genauso wählen bei der Axopa 22. Das ist ja dieses klassische modulare Decksaufbau. Mein Favorit ist eigentlich eher das U-Sofa, weil auch hier können wir die Sonnenliege auf die komplette Breite
haben, aber wir haben auch die Möglichkeit, einfach hier einen Tisch mittig hinzustellen und wir können etwas mehr socialisen wie vorne auf dem Vorschiff. Gerade jetzt bei der 25, wo wir vorne nicht die Möglichkeit haben, einen Tisch auf dem Vorschiff zu stellen, weil wir ja die Sonnenliege bzw. die Kabine unten drunter haben. Das ist ja bei der riesige Unterschied und die einzige bis dato Axopar, die eine Bugkabine hat, bis jetzt die Multicabin natürlich von der Axopar 29 kommt, ist es halt hier ein sehr schöner Raum, um mit 2, 4, 6 Personen schön zusammenzusitzen. Die beiden Sitze sind ja noch drehbar, die kann man also auch natürlich einen gewissen Abstand vom Tisch, es ist nicht so ein klassischer Esstisch, aber es ist ein Tisch, wo man Getränke und so weiter abstellt und einfach nett zusammensitzt. Dann haben wir hier unten drunter einen großen Stauraum, der aber nicht ganz so hoch ist natürlich wie der Multistorage, den wir jetzt drüben bei dem Schiff gar nicht geöffnet haben. Optional bei dem Schiff hier haben wir noch die größere Badeleiter und in dem Fall haben wir hier den 250 PS V8 Motor. Das ist auch die Standardmotorisierung, die man eigentlich hier bei der Axopar 25 wählt. In dem Fall hier ist dieses Küchenelement nicht installiert. Dann sieht das so unten drunter so offen aus. Wobei die Schiffe, die wir an Lager haben, wir haben ja gerade so eine Angebotswoche laufen für die Boote, für die Lagerboote Axopar 22 und 25, wo wir wirklich richtig spannende Preise angesetzt haben. Also wer sich für unser Schiff interessiert, die Schiffe bei uns im Lager haben kein Medpack. Zu Cannes habe ich gesagt, ich gebe gerne ein Medpack dazu. Das war aber auch eine Art von Rabatt. Natürlich können wir die Lagerschiffe auch mit Medpack ausstatten, aber dann muss man natürlich den Preis, der online steht, nochmal etwas updaten. Aber ein Update der Lagerboote, also einen interessanten Preis zu bekommen für eine Axopar 22 oder 25, auch mit Medpack natürlich einfach uns ansprechen. 22. Das Schiff hier ist, hoffe ich, so gut wie verkauft. Da haben wir ein Angebot gemacht, da sollte der Kunde heute kommen. Und die Axopar 22 hier auf der Messe ist aber auch noch zu haben. Hier haben wir auch das Smart Decking. Das ist ja natürlich eine Option, macht das Schiff aber natürlich einen ganzen Schritt wertiger. Die Sitze, das ist sehr ähnlich. Der Unterschied ist, dass der Fahrstand etwas schmaler ist, weil wir natürlich den Zugang zur Kabine haben. Am besten gibt es mir mal gerade das Handy, dann kann ich das Ganze einmal filmen, weil das ist eine ziemliche Überraschung. Das ist nämlich die Größe der Bugkabine der 22. Sehr modern wirkt das mit der Beleuchtung. Auch innen drin das Medpack. Wir haben hier unten drunter als Überraschung auch wieder eine Toilette, kleines Waschbecken und sogar ein Lichtband nach vorne. Auch hier die Scheibe wieder zu verstellen. Und dieses T-Top, wie es hier oben drauf ist, kann man natürlich genauso bei der Axopar 22 bekommen. Fahrstand selber, wie gesagt, etwas schmaler, bedingt durch den Zugang zur Kabine. Jetzt machen wir die Tür hier zu. Aber auch hier wieder gute Stehmöglichkeiten. Ich kann auch gut hier unter dem T-Top stehen, bin geschützt von der Scheibe. Es gibt sogar ein Camperverdeck hier, dass man das Ganze schließen kann. Auch hier wieder Bugschraube, gute Sitzposition, 12 Volt Kartenplotter, Schaltung, alles sehr ergonomisch positioniert. Wir haben Ladung, Trimklappen, also Handyladung hier und auch wieder eine kleine Handschuhfach unten, Mittelklampe und dann eben ein eher Nimbus-typisches Design, nämlich ein asymmetrisches Decksdesign. Das heißt, ich laufe hier nach vorne auf der Backbordseite. Auf Steuerbordseite habe ich einen schmalen Gangbord und hier vorne habe ich dann eine Sonnenliege, was es so eigentlich auch bei keiner anderen Axopar gibt. Und hier kann man gut mit zwei Personen vorne drauf liegen, aber auch wenn man fährt, kann man sich gut festhalten. Das heißt, wenn man sich hinsetzt, hat man hier die Möglichkeit, Backbord oder Steuerbord sich an der klassischen Reling festzuhalten, wieder mit Getränkehaltern und dann ordentlicher Ankerkasten vorne, Klampen. Ordentlich, also das typisch skandinavisch, ordentlich ausgebaut und was sehr cool aussieht, wir haben hier überall sogar eine Deckbeleuchtung, wie wir die kennen von der allen anderen größeren Axopars. Das Dach oben ist ja Textil, sieht natürlich sehr maritim aus, super Lösung. Das gibt es ja bei der Axopar 28 gab es das immer, das ist das klassische T-Top, wie wir es eben bei der 28 bis dato hatten. Gut, das war es hier von Axopar 22 und 25. Ideale Trailerboote, also wirklich ideale Trailerboote, weil sie nicht schmuggeln mit ich sag mal, an der Grenze sind mit Breite und auch noch nicht Gewicht. Das heißt, hier kann man auch ordentlich Urlaubsgraffel, Urlaubssachen, Wassersportartikel oder ich sag mal andere Sachen, vielleicht sogar einen oder anderen Koffer, wenn man nach Kroatien Urlaub fährt, ins Boot reinladen, ohne direkt in ein Gewichtsproblem reinzukommen, weil die Boote
So, wie gesagt, Breite ist okay und Gewicht ist okay. Also von der Seite perfektes Trailerboot. Und wer sich sogar an so eine 25 interessiert, am besten mal bitte den Video anschauen von Tom und mir in der Brabus 300. Das wurde gelauncht sowas im November. Da sieht man, wie viel Spaß man und wie gut so ein Schiff bei richtig ordentlich Welle auf Mallorca läuft. Das waren wir selber total beeindruckt von. Also wir haben natürlich auch nicht immer die Chance, alle Boote in allen nur möglichen Situationen zu nutzen oder Wetterbedingungen. Und das war ein Megatag, Überführung von Calanova nach Port Adriano. Axopar 22, wie gesagt, das Video von Rhys und Johan, letztes Jahr von der Messe. Da gibt es auch viele Fotos, wie der Rhys das Boot benutzt mit seiner Familie auf der Mosel, beziehungsweise Johan im Scherengarten von Wasser. Entschuldigung, er ist südlich, er ist im Raum Helsinki. Wie gesagt, alles in dem Video. Das war's hier von der Axopar 22 und 25. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen live. Mal sehen, wen wir, ich denke, wir werden hoffentlich Rhys und Johan dafür begeistern können, uns in dem Live-Session zu begleiten, dass sie den beiden Fragen stellen können, die diese Boote hier selbst privat nutzen.